Kommt herbei! Kommt alle herbei, ihr tüchtigen Leute! Wer will eine Geschichte hören? Unsere Heldin ist keine von denen, die wir für gewöhnlich in Märchen erwähnen. Schon gut, schon gut. Auch das ärmste Dorf ist reich an Geschichten. Kann ich euch einfachen Leut beschwichtigen? Von diesem fällt mir leider nicht der Name ein, so könnte es genauso gut das eure sein. Der Zirkus zog wie ein Zauber durch die Lande und hüllte unser Dorf in edle Gewande. Inmitten bunten Zirkustreiben möchte Abby sich euch zeigen. Na los, kleine Abby, zeig uns mal, was du kannst. Nicht schlecht. Das hat sie doch toll gemacht. Oder was meint ihr? Doch war es nicht der Zufall, der Abby hergeleitet, aus dessen bloßer Laune zur Manege sich schreibt. Das Schicksal hat sie zur Artistin bestimmt, die stets beschwipste Gesellschaft beschwingt. Der Direktor kündigt sie hochtrabend an. Das Mädchen, das Urs den Bären überwinden kann. Beim Fuß des Bären liegt mein Hut. Kann Abby ihn holen mit Geschick und Mut? Bevor die Bärenklauen dich zerfetzen, möchte ich auf sicheren Fuß dich setzen. Manchmal hängt das Leben am seidenen Faden, was, Abby? Zum Glück halte ich dich. Soweit so gut.
Jetzt nur nicht aufgeben. Gleich hast du den Hut. Phänomenale Abby hat es fantastisch gemacht, schwärmt der Direktor und tätschelt sie sacht. Doch genug von Abby, liebe Leute, das war ihre letzte Vorstellung heute. Doch fernab beseelter Zuschaueraugen möchte Abby das Leben nicht recht taugen. Fein gemacht, herrliche Kühe, spricht der Direktor und schließt die Tür. Arme Abby. Tag und Nacht hält man sie fest. Das Leben im Käfig gibt ihr den Rest. Zwar sind Speis und Trank ihr stets gewiss, doch schmerzlich sie die Welt vermisst. Doch siehe da, zwei Ratten zeigen Herz, bringen Äpfel zu lindern ihren Schmerz. Der Lärm schallt in des Direktors Ohr. Er stapft herein. Was geht hier vor? Abby hat es satt, nur Stunden um Stunden am Traum sich zu laben, die Welt zu erkunden. Wer begnügt sich schon gerne mit einem kleinen Käfig, wenn es ganze Länder zu entdecken gibt? Doch fernab beseelter Zuschaueraugen möchte Abby das Leben nicht recht taugen. Fein gemacht! Herrliche Kühe, spricht der Direktor und schließt die Tür. Arme Abby. Tag und Nacht hält man sie fest. Das Leben im Käfig gibt ihr den Rest. Zwar sind Speis und Trank ihr stets gewiss, doch schmerzlich sie die Welt vermisst. Doch siehe da, zwei Ratten zeigen Herz, bringen Äpfel zu lindern ihren Schmerz. Der Lärm schallt in des Direktors Ohr. Er stapft herein. Was geht hier vor? Abby hat es satt, nur Stunden um Stunden am Traum sich zu laben, die Welt zu erkunden. Wer begnügt sich schon gerne mit einem kleinen Käfig, wenn es ganze Länder zu entdecken gibt? Um des leisen Schrittes wohlbedacht, schleicht sie sich aus des Direktors Acht. Armer Urs verbringt sein Bärenleben hinter Gitterstäben. Grauenvolle Bestie, wohl kaum. Ein alter Freund mit gleichem Traum. Aber, Abby, merkst du nicht, dass deine Fäden im Weg sind?
Was hat Ebbe hier wohl noch zu suchen? Kriegt sie etwa kalte Füße? Abby, hast du mir nicht zugehört? Abby, deine Fäden! Bist du etwa blind? Nochmal sag ich es nicht. Mit Hilfe von wahren Freunden wird Wirklichkeit aus deinen Träumen. Ach, verflucht! Hoffentlich hat das keiner gehört. Kräften könnte man glatt über sich hinauswachsen, nicht wahr? Gelohnt haben sich die Mühen. Urs und Abby können fliehen. Doch was ist das? Der Direktor? Sie wurden entdeckt. Schnell! Oh. Seinem treuen Herze verschrieben, ist Urs an Ort und Stelle geblieben. Abbys Wohl stellt er über das Seine. Und brummt gütig, auf geht's, meine Kleine. Rasch nun, Abby, laufe geschwind, kein Blick mehr zurück. Die Reise beginnt. This is the story.